Wir sind in Kärnten hier bei der Außenwette und zwar an einer richtigen Abfahrtspiste in Nassfeld. Wir haben zwei Leute, die sich heute Abend nichts schenken werden. Ein wahnsinniger Wettkandidat, der sich misst mit einem Olympiasieger, einem Weltcupsieger und Weltmeister in dessen Paradedisziplin. Beide sind mit eigenem Serviceteam angereist, wollen es also so richtig wissen. Ich drücke die Daumen, ich kann nur versprechen, es wird spektakulär. Schnelle Autos und Motorsport sind die Leidenschaft von Wilhelm Steng. Für seine Wette fordert er eine Skisportlegende heraus. Die Wette ist tatsächlich spektakulär, weil sie zu tun hat mit einem Mann, den ich auch bestens kenne und den ich auch schon in allen Lebenslagen gesehen habe, ähnlich wie Joey Kelly, auch am Südpol übrigens. Und als ich ihn das letzte Mal getroffen habe, da stand er, und das ist jetzt kein Witz, splitterfasernackt bei minus, ich glaube, 37 oder 38 Grad im Sturm und hat sich geduscht. Und duschen hieß in dem Fall, er hat Schnee und Eis genommen und hat sich einmal von oben bis unten abgerieben. Hermann Mayer. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Auto über eine Skipiste nach oben rast. 2012 hat der Weißenbach Andreas Eigner seinen Boliden auf die Riesener Alpen gejagt. Heute Abend werden die Spezialreifen am Auto von Willi Steng montiert. Doch der frühere Rallye-Pilot hat schon gestern Abend bei der Generalprobe gemerkt, dass die Wettfahrt gegen Hermann Mayer ein schwieriges Unterfangen ist. Einige 100 PS unter der Haube sind nicht automatisch schneller als ein Mensch. Derzeit ist ja das Problem, dass die Piste sehr weich, sehr matschig ist und mir eigentlich die Kraft nicht am Boden kriegen und es eigentlich einkramm. Und das wird sicher ein Problem werden. Das Problem für Hermann Mayer ist kleiner. Er hat seit 2009 keine Abfahrtsskier mehr benutzt. Das Schwierige wird werden, natürlich die richtige Überwindung zu finden für mich. Wenn man mal aufgehört hat, ist man natürlich die Geschwindigkeit nicht mehr gewohnt. Ich habe probiert, beim Auto die Fenster offen zu lassen, dass ich ungefähr wieder eine Geschwindigkeit gewohnt wäre über die Autobahn. Auslöser für die sicher spektakuläre Wette war wohl die Fahrt von Andi Eigner im März 2012. Aber er hatte sich ja nur in den Kopf gesetzt, die Bergstation der Riesenalm zu erreichen. Ich sag auf die Plätze, fertig. Zunächst mal mächtig anschieben, 60, 70 Meter, das kostet richtig Kraft. Das ist ein Nachteil gegenüber Willi Steng nachher mit seinen 400 PS. Und Hermann Mayer, das sage ich auch noch, der hat eine solche Entschlossenheit im Blick, da würde selbst Atze Schröder noch Panikattacken bekommen. Ist jetzt am dritten Tor schon mindestens 100 km/h schnell und nimmt weiter Geschwindigkeit auf. Und das ist vielleicht heute das Problem. Es ist der schnellste Untergrund, den man sich vorstellen kann. Es sind so Kugellager, Eisklötzchen. Schneller geht's gar nicht, hat Hermann Mayer gesagt. Und es ist wirklich diese Sicht und dieser Sprung. Jetzt muss er einfach etwas Geschwindigkeit rausnehmen. Ist jetzt schon auf der zweiten Rampe. Dann geht's nochmal ums Eck. Das ist dichter Nebel, aber der Fahrer Hermann Mayer sieht besser als wir. Die Kameras verdichten das. Ist jetzt kurz vom Ziel. 1,6 Kilometer. Und die Zeit. Wow, 54,41 Sekunden. Da ist er mal locker 6 Sekunden schneller als gestern. Aber das mag auch daran liegen, dass er seine Ski dabei hat, mit denen er 2009 noch Lake Louise, die Hochgeschwindigkeitsabfahrt, gewonnen hat. Klasse Stunt, super von Hermann Mayer. Herzlichen Glückwunsch, Hermann Mayer. 54 Sekunden, aber 416 Sekunden schneller als gestern. Das ist ja Wahnsinn. Unglaublich, ein gut gewachsener Ski. Hat Spaß gemacht? Hat Spaß gemacht. Ein bisschen eine schwierige Sicht, aber... Ja? Interessant, großer Spaß. Wunderbar, dann sage ich jetzt mal, Willi, du fährst auf Anfang. Du machst dich startklar. Willi macht sich jetzt startklar. Wunderbar, das ist laut. Ja. Danke. Guck mal, jetzt haben wir da hinten einen Flitzer. So. Ja, wo soll ich hin? Hier, dahin. Guck mal, wir haben einen Flitzer. Ja, wir haben einen Flitzer hier noch. Wie, ihr habt einen Flitzer? Hier ist gerade eben ein Flitzer. Ja. Willi, wir hatten gerade einen Flitzer auf der Strecke. Wer weiß, vielleicht wollt ihr dir imponieren. Ne? Der hält ja auch, nackig beide Daumen. Willi, bist du bereit? Willi ist bereit. Ich wollte das schon immer mal sagen. Leute, top! Die Wette gilt und Willi! 400 PS entfachen einen höllischen Lärm und jetzt geht's den Hang auf. Das sind fast 60% Steigung. Und ich kann Ihnen sagen, Willi
am Auto. Die Dinger sind 3,5 cm lang. Spikes, die sich reinkrallen in diesen Schnee. Und bislang ist er sehr gut im Zeitplan. Da ist er gestern in der Probe noch hängen geblieben. Aber da war der Schnee auch noch nicht so durchgefroren. Riesensprung bergauf. Die letzte Kuppe. Ganz eng am Tor vorbei. Willi Steng 97,2 Kilometer pro Stunde schnell. Mit diesem Subaru Impreza, den er seit 2 Jahren hat. 95 war er Staatsmeister. Und diesen Hebel hier, das ist der senkrechte Handbremshebel, den will er gar nicht benutzen. Hat er auch noch nicht benutzt. Das Ziel hat er vor Augen. 58, 59 ist langsamer als Hermann Mayer. Aber das ist die beste Zeit, die er in diesen Tagen gefahren hat. Klasse Leistung von Willi Steng. Glückwunsch. Auch wenn er langsamer ist. Mensch gegen Maschine. Mensch hat gewonnen.